Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin. Im letzten Part haben wir ja uns den 5. Orden geholt. Ich kann ihn mal kurz schnell zeigen. Hier, 5. Orden. Und jetzt können wir auch Surfer verwenden. Das Problem ist, wir haben Surfer noch gar nicht. Hier müssen wir uns was einfallen lassen. Oh, Moment, ich habe da noch zahlreiche Programme offen. Ich beende mal kurz die Aufnahme. So, hier bin ich wieder. Muss kurz die ganzen Programme schließen. Okay, der Norman hat gesagt, wir sollen jetzt bei Heiko vorbeischauen und er befindet sich hier. Oh, hallo Kevin, unser Heiko ist viel robuster geworden, seit er im Wiesenflur ist. Das verdanken wir allein dir. Als Heiko den Ort verließ, hast du ihm geholfen, ein Pokémon zu fangen. Stimmt's? Ich glaube, das hat Heiko richtig glücklich gemacht. Und nicht nur Heiko, auch mich als Vater hat es sehr glücklich gemacht. Glücklich darüber, dass er einen Freund wie dich gefunden hat. Das soll jetzt keine Bestechung sein, aber ich möchte dir dies hier schenken. Ja, der schenkt mir nur Surfer, genau. Keine Bestechung. Wenn du Pokémon Surfer beherrscht, kannst du viele neue Orte bereisen. So, jetzt brauchen wir ein Pokémon, das Surfer beherrscht. Außerdem können wir jetzt unser viertes Pokémon fangen, Team-Pokémon fangen. Makuhita kann Surfer? Okay, bringen wir es einfach mal bei. Da haben einen guten VM-Slave. Ich vergesse es einfach mal. Sandwirbel, Makuhita gehört ja eh nicht in unser Team. Und dann mache ich mich auf dem Weg nach Wurzelheim zurück, denn dort bekommen wir jetzt auch den Münzteiler, ne, das Münzamulett. Das bewirkt, dass wir nach einem Trainerkampf mehr Kohle kriegen. Und dann fangen wir unser viertes Team-Pokémon. Ich glaube, ihr habt schon wahrscheinlich schon einen Verdacht, welches Pokémon es sein könnte. Okay, ich glaube, ich steige auf mein Fahrrad, da geht's schneller voran. Na gut, was heißt hier schneller? Wir haben hier ja nur das Kunstrad. Okay. Home sweet home. So. Oh, hat Vati dir den Orden gegeben? Dann ist das hier von deiner Mutti. Ja, wie gesagt, das ist Münzamulett. Bewirkt, dass wir mehr Kohle kriegen nach dem Kampf. Überanstreng dich nicht, Liebes. Du kannst jederzeit nach Hause kommen. Und jetzt nichts wie los, Schatz. Das klingt so, als würde sie mich loshaben wollen. Und jetzt nichts wie los, Schatz. So, jetzt zeige ich mal schnell die Uhrzeit. Ich nehme gerade um 20:21 auf. Ja, also am Abend. Natürlich. Immer am Abend nehme ich auf. Keine Ahnung warum. Abend ist eine schöne Zeit zum Aufnehmen. Und jetzt packen wir unser viertes Team-Pokémon. Zuerst brauchen wir die Profi-Angel. Komm, dieses Gedöns hier, das brauchen wir doch gar nicht. Okay, jetzt können wir hier ganz leicht über Wasser surfen. Mit unserem Makuhita. Mich wundert es echt, dass Makuhita Surfer kann. Wahrscheinlich, weil es ein richtiger Schwimmer ist. Und eine Schwimmanimation. Pelipper. Könnten wir bekämpfen, allerdings ist es vom Typ her Flug. Das heißt, ich sollte vielleicht wechseln auf Voltenso. Ist vom Typ her Wasserflug. Und jetzt setzt die Attacke ein, die wir mir dann beibringen wollen. Schutzschild. Arsch, jetzt bist du geschockt, wa? Jetzt haben wir übrigens auch die Möglichkeit, alle unsere Pokémon zu fangen, alle unsere letzten Teammitglieder. Ach, was so eine VM alles bewirken kann. Pff, darauf kann ich verzichten, Tentara, Gift und Wasser. Ja, Nindertom kann sogar gegenübertreten. Und es kommt Surfer raus. Mit einem Volltreffer. Okay, wieder steigen wir wieder so auf unser Fahrrad. Ich rede hier mal irgendwie wieder zu schnell. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich jetzt ein bisschen aufgedreht bin. Keine Ahnung warum ich jetzt so aufgedreht bin. So, okay. Knacken wir schnell den Rekord. Halt, Moment. Nein, wir haben hier Surfer. Nutzen wir es gleich. Denn hier können wir auch einen Sonderbombmann finden. Und zwar genau hier. Na, ah, musst du mir mein Ding versauen. Meine schöne Rede. Minun, warum lässt du mich nicht fliehen? Ich habe das doppelte Level als wie du. Na gut, wenn du mich nicht fliehen lässt, ist es dein Pech. Geheimpower. Nietenranke. Ah, sogar vergiftet. Wollen wir es fangen? Ich glaube, ich fange es einfach mal. Ah, doppelte Donnerwelle.
Und jetzt Beutel. Ich glaube, ein Nestball passt. Erfolgsrate bei schwachen Pokémon. Ein scheiß Pokémon ist ein Pokémon unter Level 20. Der ist ziemlich sicher drin. Stausveränderung und super geschwächt. Okay, Minon Jubel. Größe 0,4 Meter. Gewicht 4,2 Kilogramm. Minon kümmert sich mehr um das Anfeuern seiner Partner als um seine eigene Sicherheit. Es nutzt die Elektrizität in seinem Körper dazu, einen Funkenregen zu erzeugen und seinem Teamkameraden anzufeuern. Na gut, irgendwie tue ich jetzt viel Zeit verbrauchen. Naja. Wir wollen ja noch unser fettes Team-Pokémon in diesem Part fangen. Das kann auch noch ein bisschen dauern, so viel finden wir einen Sonderbomber. Juhu, juhu, Sonderbomber ist immer gut. Besonders später, wenn wir in der Liga sind. Da werde ich sie alle ausgeben. Okay, zurück auf den Radweg. Hier könnten wir auch noch surfen. Na, ich schau mal nach, was es hier gibt. Wir haben ja genug Zeit. Und hier ist ein wildes Pokémon. Lass mich in Ruhe, ich speed jetzt ein bisschen. Hier ist nichts eigentlich, ne? Bin geil, lass mich in Ruhe, lass mich leben. Danke. Ja, hier ist nichts mehr, ne? Nee. Ach, hier hätten wir auch surfen können, okay. hier so. Dann da, jetzt aber, geh nach links, okay. So, mal schauen, ob wir unseren Rekord, wobei, nee, der wird ja nur gewertet, wenn wir von oben nach unten fahren. Und ich glaube, mit unserem Kunstrad kommen wir gar nicht an unserem Rekord ran, mit 9,30 Sekunden. Sowas schafft man höchstens mit einem Eilrad. So. Wir können jetzt noch viel machen, nachdem wir jetzt Surfer besitzen. Hier ist der Arena-Leiter, den sprechen wir später an, wenn wir unser fettes Team-Pokémon haben. Dann können wir es gleich trainieren. Wir haben auch die Möglichkeit, gleich unser fünftes Team-Pokémon zu fangen. Ich glaube, das mache ich sogar auch noch. Aber jetzt heißt es erstmal auf nach Osten! Lipper. Lipper. Ey, lass mich in Ruhe! Danke! So, der Typ gibt uns eine Angel. Ach, das sind wieder die Interviewer. Hm, eine Profi-Angel ist wirklich gut. Meinst du nicht auch? Ja. Hm, da sind wir der gleichen Meinung. Hm, ich schenke dir diese Profi-Angel. Okay. Und ich würde sagen, wenn wir schon hier sind, fangen wir gleich unser fünftes Team-Pokémon. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir keine Trainer... Trainer erwischen. Ah, nein, nein, wer bist denn du? Hi! Du bist der Trainer, den ich in Fauster Hafen getroffen habe. Oh, okay, du bist Kevin, ich erinnere mich. Kevin, in dieser großen Welt gibt es viele verschiedene Arten von Pokémon mit verschiedenen, sehr verschiedenen Elementklassen. Siehst du verschiedene Elementklassen auf oder nur Pokémon einer bestimmten Elementklasse? Was denkst du als Trainer darüber? Tut mir leid, ich bombardiere dich hier mit Fragen. Nun, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, kutsch dich und laber mich nicht voll, Junge. Ja, gut, dass wir Zerschneider dabei haben. Können wir gleich hier diese Zitrobeeren abholen. Und hier nochmal zwei Stück. Zitrobeeren sind besser als Sienelbeeren. Oh nein, hier ist noch einer. Nicht ansprechen. Verdammt. Hier gibt es Wildvoltentus. Cool. Lass mich fliegen. Danke. Oh, das war knapp. Fast hätte er uns angesprochen, aber nur fast. Nein. Okay, das ist kein Trainer. Und es fängt zum Regnen an. So, mal schauen, ob wir hier unser neues Team-Pokémon finden können, unser fünftes. Ich laufe jetzt mal rum, bis es auftaucht. Weil ich euch jetzt die Langeweile ersparen möchte. Hier gibt es Miraplas. Und da ist es, Tropius ist unser fünftes Team-Pokémon. Außerdem ist es ein gutes Pflanzen-Pokémon und ein gutes Flug-Pokémon. Kann sehr gut Flugattacken. Und ja... Hatte ich schon mal im Team, war richtig gut damals. Und ich glaube, Tropius ist unser Pflanzen... Oh, Zauberblatt. Unser Pflanzenflug-Pokémon, was auch später fliegen wird. Okay, Geheimpower bewirkt, dass es einschlafen kann mit Zauberblatt, was mich sehr wundert gerade.
Ja, gut für uns, dann können wir es leichter fangen. Tropius ist auch sehr schwer zu fangen. Ich glaube, die Fangrate ist sehr niedrig. Aber ich glaube, mit Geheimpower sind wir ganz gut dran. Es regnet weiter. Ach, wie schön. Du kannst ruhig weiter schlafen. Schlaf ruhig den ganzen Kampf lang über, bis du in unserem Ball wieder aufwachst. So, und jetzt ist die perfekte Gelegenheit, Tropius zu fangen. Also gut, Wiederball, ich setze mal einen Superball ein. Netzball funktioniert nicht, weil Tropius über Level 20 ist. Und, 1, 2, 3, yes! Willkommen in unserem Team, Tropius. Für Tropius wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Tropius, Obst, Größe 2 Meter. Gewicht 100 Kilogramm. Uiuiui. Die Früchte am Nacken von Tropius sind bei Kindern sehr beliebt. Dieses Pokémon liebt Früchte und isst sie ständig. Offensichtlich sind ihm wegen dieser Vorliebe seltene selber Früchte gewachsen. Nein, kein Spitznamen für Tropius. Ist so schön und gut, aber muss nicht sein. Jetzt heißt es wieder zurück. Gehen und zwar unauffällig. Na schon, dreh dich nach rechts. Nein! Oh, komm, der hat mich ausgedrückt. Erhöht euch, meine Vogel-Pokémon. Ihr habt mich voll gelinkt. Jetzt sollte ich sich schämen. Vogelfänger. Na gut, zwei Pokémon also zum Glück. Das sollte nicht allzu viele Erfahrungspunkte geben. Und ihr seht schon, die Level sind um einiges höher, als wir es gewohnt sind. Level 26. Inzwischen schon. Aber ich glaube, mit unserem Elektro-Pokémon Voltenso können wir diese kleinen Vögelchen leicht vom Himmel holen. Und tschüss, kleines Schwalbini. So, und jetzt kommt wahrscheinlich seine Mutter, ein Schwalboss, glaube ich, oder? Natürlich. Oder sein Vater, je nachdem. So, aber auch er wird geschockt und gebrutzelt. Kann man eigentlich Vögel essen? Habt ihr schon mal einen Vogel gegessen? Ich weiß nicht, schmecken Vögel gut? Keine Ahnung. So, Vitali, bist du noch damals auf der Universität? Du hast immer viele Schnitte gemacht. Mhm. Gibt's auch einen YouTube-Hub? Könntest du mal bei YouTube eintippen, saure Hefe-Schnitte. Dann kommt das wieder raus, was ich meine. Das ist richtig lustig. So, hier können wir zum Glück... Ach verdammt, da ist wieder so ein Angler. Er wartet nur darauf, bis wir nach unten kommen und der uns erwischt. So. Hast dir wohl so gedacht. So, und jetzt fangen wir unser 40. Pokémon. Was eigentlich unser 50. Pokémon ist, aber egal. Okay, die Trainer auf dieser Seite hätten wir schon alle ausgeschalten. Aber ich würde sagen, holen wir zuerst Tropius ab. Haben wir es überhaupt dabei? Nee, wir haben es noch nicht dabei. Eieiei. Ja, wir haben unser Ei noch. Wie viele Schritte brauchen wir eigentlich noch, bis es ausblutet? Es macht Geräusche, sicher schlüpft es bald. Ach, wie schön. Müssen wir gar nicht mehr so viel Schritte laufen. Bald haben wir ein Isso. Aber zuerst nehmen wir Tropius mit. Und lassen Knilz da. Pflanze gegen Pflanze Flug. Ach verdammt, das trägt die Wundersaat. Na gut, nehmen wir uns die Wundersaat einfach mal. Geht das überhaupt? Nee, geht nicht, ne? Moment, ich muss mal kurz ein bisschen... Boxing, Verwaltung machen. So, dann... Nein, falsch. Nein, falsch. Hier so. Item nehmen. Ach verdammt, was mache ich da? Knilz trägt das Item. So. Dann Item geben. Nein, hier nach unten. Wundersaat. Okay, und jetzt können wir Knilz wieder in die Box reinlegen. Ich kann ja auch gleich mal schauen, welche Attacken Tropius kann. So, nehmen unser Ei wieder mit, damit irgendwann schlüpft. Wir wollen es ja nicht für den Rest seines Daseins ein Ei lassen. Ah, es kann Lockduft. Lockt Pokémon an. Aber hier gibt es keine Pokémon. Okay, Tropius, Bericht.
Schreck Initiative bei Sonnenschein. Ist eine gute Kombi, weil es ein Flug-Pokémon auch noch ist. Oh, aber seine Initiative ist ziemlich schlecht, würde ich sagen. Naja. Okay, es kann Wachstum, Rasierblatt, Stampf und Lockduft. Ich glaube, wir setzen es an erste Stelle und geben es gleich den EP-Teiler. Item nehmen. Ich hätte ihm gerade gar nicht die Wunderzeit geben müssen. Naja, aber ist auch egal. So, und jetzt holen wir unser viertes Team-Pokémon, was ich schon 100-mal gesagt habe in diesem Part bestimmt. Aber naja. So, wir können es... Hier muss es eine Wasserstelle geben, ja. Hier können wir es finden. Wo ist denn unsere Profi-Angel? Hier ist sie. Ein Angler braucht Geduld. Also hetzt mich nicht. Komm, ich glaube, ich surfe jetzt mal ein bisschen. Vielleicht finden wir hier ein paar Items bei dem Sie, bei dem unser Sie. Meryl! Du gehörst aber nicht in unser Team. Also verpiss dich! Na, ja, testen wir gleich unser Pflanzen-Pokémon, Tropius, Rasierblatt. Und tschüss, Meryl. Gott, was ist das für ein Item? KP Plus. Ja, gebe ich erst gleich ein Pokémon, wenn wir schon dabei sind. KP Plus. Das Pokémon mit der höchsten KP-Anzahl ist Jungblut, aber es hat ein höheres Level. Ich glaube, ich gebe Tropius. Tropius hat, glaube ich, einen höheren KP-Basiswert. Ach, verdammt. Ich dachte, ich habe die Super-Angel auf Select. Habe ich aber nicht. Die Profi-Angel, meine ich. So. Es ist noch ein bisschen schüchtern, ne? Es möchte noch nicht so schnell in unser Team aufgenommen werden. Ich glaube, es hat ein bisschen Lampenfieber. Es möchte nicht in die Kamera. Und ist es? Ach komm, jetzt werde ich nicht. Du willst es doch auch. Also. Und es ist nicht unser Team-Pokémon. Nur ein schleppisches Goldini. Also komm, Rasierblatt und weg. Nerviges Goldini. Ich dachte schon, wir haben das Pokémon gefangen, was ich haben wollte. Machen wir Profi-Angel. Nee. Oh, ich habe gerade gehixt. Na toll. Nicht an meinen Knall ins Knabbern. Oh Gott, hoffentlich fange ich jetzt nicht zum Hixen an während dieser Aufnahme. Das hat sich ja noch nie. Das wäre hier extrem ungeil. Du hast den Pokémon am Haken. Ha. Da ist es ja, unser viertes Team-Pokémon. Ja, wir werden ein Welser ins Team nehmen. Das Problem ist, es ist ziemlich schwach gerade. Das heißt, wir müssen es mit dem EP-Teiler trainieren. Vielleicht mache ich das sogar auf Screen, mal schauen. Zuerst heißt es allerdings Schwächen. Ich hoffe, ich glaube, die Attacke wird killen. Ich probiere es mit Makuhita. Makuhita hat das schwächste Level. Ich hätte vielleicht Knilz da behalten sollen. Naja. Okay, Schmerbe. Weibliches Schmerbe. Ich würde sagen, Surfer. Oh gut, das sieht ja gar nichts ab. Naja, Makuhita spielt ja auch nicht auf Spezialangriff. Aber ich glaube, so müssen wir es optimal schwächen können. Ne, komm, Tackle. Tackle zieht mehr ab. Nein, Volltreffer. Warum ausgerechnet ein Volltreffer? Tackle. Ja, was sage ich, das zieht mehr ab. Was labe ich da? Okay, Donnerwelle funktioniert gegen Schmerbe nicht. Schmerbe ist Boden, Wasser. Ich probiere es mal mit einem Nestball. Vielleicht schaffen wir es sogar schon. Es hat ja unter Level 20. Und yes! Willkommen in unserem Team Schmerbe. Für Schmerbe wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Schmerbe Bata, Größe 40 cm, Gewicht 1,90 m. Schmerbes empfindliche Barthaare.
dienen ihm als hervorragendes Radarsystem. Dieses Pokémon versteckt sich im Schlamm, sodass nur noch auf seine Warte herausgucken und wartet auf Beute. Okay, ich würde sagen, wir müssen Schmerbe trainieren. Das ist auch ein Grund, warum ich die Trainer noch nicht alle bekämpft habe, die es in der Wüste zum Beispiel gibt. Denn das ist der perfekte Ort, um einen Schmerbe zu trainieren. Und unser Tropius auch noch. Aber ich würde sagen, jetzt nehmen wir erstmal unser... Oder ich tue zuerst mein Ei ausbrüten. Das mache ich natürlich jetzt hier mit Speeding. Und zwar laufe ich jetzt hin und her, bis es geschlüpft ist oder bis es schlüpft. Hier kann man super hin und her laufen. Ideal, um seine Eier auszubrüten, die man hier direkt bei der Pension bekommt. Komm schon, Ei. Schlüpf endlich. Schlüpf. Du sollst auch schlüpfen, Ei. Oh Gott. Wie kommentiere ich das jetzt am besten? Wir kommen beim Rechts-Links-Simulator. Okay. Hallöchen, ist so. Oh, Entwicklung von wohin genau? Nein, kein großer Name. Okay, legen wir es jetzt ab. Na, jetzt aber hier. Nein, jetzt aber geht nach links. Okay. So, jetzt nicht mehr speeden. Okay, ist so, du verrottest jetzt in der Box und Schmerbe kommt in unser Team. Makuhita brauchen wir als VM-Slave. Und ich glaube, ich setze ja, Schmerbe an erste Stelle. Und ich glaube, ich könnte ihn auch gleich den EP-Teiler geben. Nein, nicht so. Zack. Tropius, Item nehmen, EP-Teiler, Schmerbe, Item geben, EP-Teiler. So, dann setze ich Makuhita an letzte Position, damit es nicht in Kampf auftaucht. Okay, Pokémon heilen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg in die Wüste und fangen an, unser Schmerbe zu trainieren. Jetzt mache ich natürlich wieder Speeding. Das muss ja nicht sein, dass ihr hier... Ach komm, Kleinstein. Na gut, dann testen wir unser Schmerbe gegen einen Level 7 Kleinstein. Oh, unglaubliche Attacke. Aquaknarre. Wow, Kampf der Nieten. Nietenranke. Nicht Spaß. Ich glaube, jetzt renne ich mal ein bisschen. Lalala, lalala, lalala. Okay, wir haben ja jetzt das Wüstenglas. Wir können jetzt in die Wüste. Und hier gibt es auch jede Menge Trainer. Aber vor allem auch wilde Wüsten-Pokémon. Und wir finden hier einen Sternstaub. Ach, die Musik ist total cool. Ich glaube, hier werde ich den Remix einbauen von Poké Remix Studio. Das war sehr aufwendig dann, aber das muss sein. Weil die Musik ist so geil. Und der Sandsturm tobt. Ja, aber unser Schmerb ist ja ein Boden-Pokémon. Das heißt, Sandsturm trifft keinen. Ja, also beim Emulator, da sieht es viel cooler aus jetzt irgendwie. Und ich setze irgendwie gerade nur Mildattacken ein, fragt sich nur warum. Nassmacher bringt nämlich gar nichts. Autsch! Ja, das habe ich verdient, weil ich so einen Müll einsetze gerade. Okay, Abknalle. Ich glaube, die ersten 7 Minuten des Parts werde ich Schmerbe trainieren. Es ist zwar heute ein etwas langweiligerer Part, aber naja. Dafür ist der nächste Part actionreich und super geladen mit Spannung. Und ja, mit 5 Team-Pokémon sind wir hier auch schon sehr weit voran. Das 6 ist, werden wir auch bald fangen. Allerdings dauert es auch noch ein kleines bisschen. Vielleicht so in 5-6 Parts. Na gut, jetzt werden wir wahrscheinlich überall nachschauen, wo wir Wasser haben, damit wir uns alle Items holen können und alle Trainer ausschalten können. Das wird auch so 4-5 Parts dauern, also ja, vielleicht dauert es doch noch ein bisschen länger, bis wir unser 6. und letztes Team-Pokémon fangen werden. Und dann hat unser Schmerbe ausgeschaltet und kriegt jede Menge Erfahrungspunkte. Freut mich. Okay. Ich laufe jetzt weiter ein bisschen rum, dann schauen wir uns im nächsten Part erst die Wüste an. Dann werde ich auch wohl eher im nächsten Part die Musik einfügen, weil ich habe heute nicht mehr so viel Zeit. Ich muss den Part ja noch hochladen, ne? Dafür gibt es morgen einen super gemachten
Ach scheiße, ich bin zu steil. Pokémon Part mit super Musik. Nicht dieses 8-Bit Gesumme da. Tropius, komm her. Reiche deinen Team Pokémon. Autsch. Rasierblatt. Popanz ist vom Typ Psycho Boden. Und da ist Rasierblatt very effective. Auch seine Entwicklung Napomantis ist vom Typ Psycho Boden. Okay, ich muss nach Bad Lavastadt Pokémon heilen. Ich weiß, ist nicht besonders spannend, aber naja. Gehört halt dazu. Zu einem Let's Play. Sonst würde ich einfach meine Pokémon auf Level 100 trainieren und dann anfangen, das Spiel durchzuspielen. Ja, ich glaube, das müssen wir uns halt anschauen. Das kennen wir ja. Dann hopp, hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, okay. Dann hier, da, Lavastadt, Bad Lavastadt. Ich glaube, wir werden schnell gewesen, wenn wir nochmal in Fro City zurückgelatscht werden, aber naja. Ich glaube, ich beende den Part gleich hier und dann geht es im nächsten Part weiter mit der Wüste und mit super Musik. Also ihr könnt schon als gespannt, ihr könnt schon gespannt drauf sein. Unser Schmerbe braucht nicht mehr viel bis Level 13. Na, das fängt jetzt schon mal gut an. Wir müssen Schmerbe trainieren und unser unser Tropius wird auch ein bisschen gelevelt werden. Das alles im nächsten Part, Leute. Also, Servus, habt noch einen schönen Tag. Ciao.